Hallo zusammen. Man kann es ja kaum glauben, aber hier in diesem Kanal wird dieser Dirk doch manchmal beschimpft. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, aber ich möchte einmal kurz darauf eingehen. Also das trifft mich jetzt hier persönlich überhaupt nicht, weil hier niemand drin ist persönlich, den das treffen könnte. Als erstes, ich finde einfach mal die Frage spannend, wie es zu sowas eigentlich überhaupt kommen kann. Also jetzt nicht nur in diesem Kanal, dass es wüste Beleidigungen gibt oder irgendwelche Unterstellungen, Annahmen und verrückte Projektionen des Egos, die dann hier voll auf mich einprasseln, sondern das passiert ja auch überall im Internet und du weißt es wahrscheinlich auch selbst. Es ist dann irgendwie so, dass die Menschen sich offensichtlich es trauen, in Schriftform in dem anonymen Internet irgendwas hinzuschreiben, was sie wahrscheinlich von Angesicht zu Angesicht niemals über die Lippen bringen würden. Da kommt doch ein großes Mitgefühl bei mir sofort hoch. Denn die Frage, die im Raum steht, ist ja ganz klar. Wie unglücklich muss ein Mensch sein, der seine Freundlichkeit verloren hat? Vielleicht kennst du auch Momente, wo du anfängst zu schimpfen, zu fluchen oder manchmal sagst, der Vollidiot oder diese Idiotin oder sonstige Ausdrücke, die man hier gar nicht benutzen sollte, weil es nicht stubenrein ist. Also die Frage steht im Raum. Wenn jemand seine Freundlichkeit verloren hat, wie viel inneren Frieden und Glück kann es da noch geben? Da muss ja irgendwas geschehen sein. Also was ist da geschehen? Ich vermute, dass das Ego da die volle Oberhand gewonnen hat. Man fühlt sich getrennt von dem Sein, man fühlt sich klein, angreifbar. Und wenn du dich angreifbar fühlst, musst du natürlich sofort ein Arsenal von Waffen und Rüstungen entwickeln, damit du dich damit wehren kannst. Gegen den scheinbaren Angriff von außen baust du dir scheinbare Waffen von innen nach außen, die dann das abwehren sollen. Das geht natürlich überhaupt nicht, das ist dir vollkommen klar, weil du sonst hier gar nicht in diesem Forum anwesend wärst und dieses Video gar nicht gefunden hättest. Wie unglücklich ist man, wenn man Leute beschimpft? Sehr, sehr unglücklich. Was dann nämlich geschieht, ist, dass du dein Innenleben, nicht deins, das kann ja auch von jemand anders sein, den du kennst, das nimm das also bitte nicht persönlich. Also, dass diese Person, die so flucht und schimpft, einfach ihr Innenleben nimmt und dann nach außen projiziert und dann wieder das zurückgespiegelt bekommt und dann glaubt der sogenannte andere dort oder die andere ist ein Idiot oder sonst irgendwas. Das ist natürlich nicht so. Die Wahrheit ist, dass sich der Mensch selber für klein, minderwertig und schlecht hält und dieses Minderwertigkeitsgefühl, den mangelnden Selbstwert, wo der Mensch schon nicht gefunden hat, wo er ihn eigentlich herbekommen soll, den echten Selbstwert, nach außen projiziert und dann versucht, andere klein zu machen. Dahinter steht die vollkommen berechtigte Vermutung und Befürchtung und Annahme des Egos, dass es selbst auch klein ist. Und das stimmt. Und es ist noch nicht mal die ganze Wahrheit. Das Ego ist nicht nur klein, es ist sogar eine Illusion, nur es ist nicht existent. Es ist eine Seifenblase, die vorgibt, du zu sein. Also du, liebes Sein, sollte dich das in irgendeiner Form hier treffen, tangieren oder sonst was. Lass dir gesagt sein, dass du dich verwechselst mit einer Figur, die du selbst erfunden hast, damit du dich einfach als das Sein erfahren kannst. Mehr ist es nicht. Also nimm das alles nicht so ernst und geh einfach mal nach innen statt nach außen und schau mal nach, was da so in dir an Unwillen herrscht, an Unfreundlichkeit, an Unglücklichsein, wo das herkommt. Ich nehme an, unter deiner ganzen Wut und Verärgerung liegt eine unglaubliche Menge Trauer. Also dich kann auch niemand wütend machen, das ist auch unmöglich. Niemand kann deinen Kopf nehmen, so wie so ein Eimer aufklappen und da irgendwie Wut reinschütten. Das funktioniert nicht. Die Wut muss schon in dir angelegt sein. Die gibt's irgendwo. Vielleicht ist das früher entstanden in der sogenannten Kindheit, wenn wir jetzt mal von dem Modell von Zeit ausgehen wollen, dann hast du da wahrscheinlich irgendwas mitbekommen an Verletzungen und Traumata, die dich jetzt wie eine Furie hier im Internet herumfuhrwerken lassen. Das führt natürlich zu nichts Gutem, das muss dir klar sein. Denn deine Aufgabe als Mensch ist es, Frieden in die Welt auszustrahlen und Liebe und irgendwelche Sachen, die konstruktiv diesem Traum hier dienen und aus diesem kleinen Albtraum einen sanfteren Traum machen. Und du bist möglicherweise auch wütend, weil du ohnmächtig dich fühlst und gar nicht weißt, wie du es anstellen sollst. Du hast das Gefühl, du hast deine Macht verloren. Du weißt nicht, wo du hinschauen sollst.
schau nach innen. Du hast die Macht, wieder friedlich sein zu dürfen. Du kannst freundlich sein. Du darfst freundlich sein. Du darfst liebend sein. Denn das ist deine wahre Essenz. Du hast es einfach nur vergessen und glaubst, das ist dann diese einzige Realität, die es hier gibt. Dieser Kampf im Außen, die Gräueltaten, die Wut. Ein übler Traum, der hier läuft. Aber das läuft kein übler Traum hier. Es läuft in Wahrheit ein sehr schöner Traum, den du bloß anders bewertest. Das Unglücklichsein kommt aus der Trennung. Du glaubst nicht verbunden zu sein, du glaubst nicht erwünscht zu sein, dass dich niemand sieht. Und dein Selbstwert versuchst du zu ziehen aus dogmatischen Meinungen, aus den festen, starren Meinungen des Egos, angereichert mit festen, starren Meinungen aus dem sogenannten Außen, vielleicht irgendwelche Theorien, irgendwas. Du nimmst dir irgendwas an, wo du dich in deiner angstvollen Entität sicher fühlst. Also du nimmst etwas, was deine Angst noch multipliziert und denkst dann, naja, weil ich das gar nicht anders kenne, seitdem ich klein bin, ist das meine Heimat. Das ist aber nicht deine Heimat. Und dass du daraus kein Selbstwert ziehen kannst, siehst du schon daraus, dass dein Leben nur aus Angriff und Verteidigung besteht, aus einer Unruhe, einem Unfrieden heraus. Das ist nicht das menschliche Dasein, wie es für dich gedacht ist. Du sollst glücklich sein. Du bist ein Kind Gottes. Du bist die Ausweitung des Seins, das liebevolle Eine in dieser Form dort. Und du sollst liebend sein. Du sollst Liebe fühlen dürfen. Du sollst glücklich sein. Ganz erfüllt vom Scheitel bis zur Sohle. Dein Selbstwert, den du hast, rekrutiert sich nicht aus den Glauben an Autoritäten, auch nicht an den Glauben an falsche Glaubensmuster und Gedankenmuster in dir selbst, auch nicht an irgendwelche Propheten, Gurus oder politische Führer, sondern dein Selbstwert richtet sich einfach nach der ganz glasklaren Tatsache, dass es dich gibt. Also du hast jahrzehntelang die falschen Autoritäten gesucht und dir vielleicht angeguckt, vielleicht auch in dir selbst, und die müssen alles zusammenbrechen und die können nicht dich tragen und halten und funktionieren, weil es nur vergängliche Formen sind. Das hat einfach keinen Sinn. Also du hältst dich an einem kleinen Holzstäbchen fest im reißenden Fluss des Lebens und glaubst, es könne dir Sicherheit bieten. Dabei bist du der Fluss selbst. Und wenn du als Fluss dich empfindest wieder und in dem Fluss, egal wie schnell und stark er strömt, fließt, bist du wirklich sicher. Du bist wertvoll und geliebt und gesehen. Und das ist deshalb so, weil es dich gibt. Das eine Sein, das eine liebende Leben hat es als äußerst wertvoll erachtet, sich auch als dich dort zu manifestieren. Als Katrin, als Bernd, als Frank, als Hans, als Maus, als Strauch, als Dirk, als irgendwas. Da gibt's ja Millionen Namen. Und wenn du dich von einem angesprochen fühlst, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann denkst du dir deinen eigenen Namen aus. Du bist als die Person dort, als die scheinbare Person dort, als Figur geschaffen worden, durchdrungen von der einen Essenz, denn das eine Leben hat sich gedacht, ich muss auch noch als Vorname, dein Vorname, existieren. Wenn das nicht so wäre, wärst du nicht da. Du bist aber da. So wichtig und wertvoll und geliebt bist du, dass das eine Leben es unbedingt gewollt hat, dass du da bist. Wenn du jetzt mit einem Fingerschnipp nicht mehr da wärest, wäre das so, als wenn wir ein Loch ins Universum reißen würden. Ein Riesenloch, eine Lücke in die eine Verbundenheit. Und dann merkst du schon, das geht nicht, denn in die Verbundenheit kann man keine Löcher reißen, weil es uns keine Verbundenheit mehr wäre. Die Liebe, die eine Essenz, weitet sich von Null, vom Nullpunkt, von der Uressenz immer weiter aus, ohne eine einzige Lücke zu erschaffen. Alles ist willentlich geschehen, geschieht willentlich. Natürlich auch ein bisschen dynamisch, man weiß nicht genau, wie es endet, aber es ist trotzdem die eine liebevolle Essenz, der du vollends, voll integriert, voll gesehen, voll geliebt angehörst. Und deswegen gibt es dich. Es ist absolut willentlich geschehen. Und wenn diese Figur dort oder auch hier ihre Funktion erfüllt hat, was auch immer die Funktion sein soll, dann fällt die Figur vielleicht zusammen, wird vom Spielfeld genommen. Aber das, was du in Wahrheit bist, du hast ja die Figur wie eine Handpuppe erschaffen, bleibt ewig, zeitlos, liebend erhalten. Und dann findest du deinen Selbstwert zurück. Und dann findest du auch deine innere Zufriedenheit und deine Erfüllung. Die Erfüllung liegt in deiner Essenz hier als Mensch. Du sollst Mensch sein, du sollst liebend sein, weil du nur aus Liebe bestehst in Wahrheit. Und dann brauchst du nicht mehr zu schimpfen. Und das Gefühl der Trennung verschwindet. Das ist hier in dem Fall das praktikabel Wichtigste.
Sobald das Gefühl der Verbundenheit wieder eintritt, das Gefühl der Trennung entfällt, hast du überhaupt keine Bedürfnisse mehr, andere Leute zu beschimpfen, weil du sie als dasselbe siehst und erkennst, wie du. Also beschimpfst du und verfluchst du nicht mehr deine Brüder und Schwestern, sondern du siehst, das bin ich alles selbst. Und dann merkst du auch, wenn alles eins ist und ich alles eins bin, das eine bin, das ich bin, dann beleidigst du dich nur selbst. Und das ist ja wirklich schwachsinnig. Es ist absolut geisteskrank, sich selbst zu beschimpfen, sich selbst als Idiot zu beschimpfen, in dem Glauben, dass da alles voneinander getrennt. Das siehst du ein und das ist Einsicht und das ist der erste Schritt zur Erleuchtung. Und wenn dir nochmal wieder jemand langkommt, vielleicht auch in diesen Kanal und rumpöbeln will und rumstänkern, da gibt es ein schönes Mittel, dann schicke ich diesen Menschen einfach auf unbestimmte Zeit in die digitale Kontemplation. Dieser Kanal dient hier, um Bewusstheit auszustrahlen. Dieser Kanal dient auch dazu, um Bewusstheit zu erstellen. Hier soll Selbsterkenntnis erworben werden. Hier gibt es glasklare Spiritualität, die du nicht an jeder Hausecke findest, auch nicht im Internet. Und ich betrachte diesen Kanal wie eine kleine Mietswohnung oder ein kleines Mietshaus, das vielleicht langsam ein bisschen wächst. Da müssen wir noch ein bisschen anbauen bald. Das ist ja wunderschön. Und solange ich der Hausherr in dem Mietshaus bin, habe ich das Hausrecht. Und das werde ich auch weiter liebevoll ausüben. Manchmal benutze ich sehr klare Worte und schreibe das als Kommentar darunter. Doch manchmal ist die Unbewusstheit noch hier und da so groß, dass ich einfach dann diese Sache auflöse. Ich wünsche dir alles Liebe und ich wünsche dir sehr viel Freundlichkeit und erkenne das, was du in Wahrheit bist. Du bist super toll, super geliebt und unendlich wertvoll, weil es dich gibt. Sei friedlich, find den inneren Frieden in dir und freue dich daran und erkenne, dass das tausendmal schöner ist als alles andere, was du hier im Internet so merkwürdig anstellen könntest.